Wir arbeiten darauf hin und es kommt auf jeden Fall auch das Album und wir haben da auch sehr Bock drauf und wir wollen auch nicht Leute unnötig hinhalten oder so, aber wir sind da einfach Hänger so und wir bringen ja auch Solo-Tracks raus und das ist alles manchmal nicht so einfach zu managen mit so vielen Leuten. Aber wir sind da hinterher und machen bald Bootcamp, dann kommt auch das Polo-Album. Okay. Erstmal heute Sneaker-Shopping mit Bashlik. Oder müssen wir das irgendwie anders nennen, weil das ein Rip-Off ist? Sneaker einkaufen mit Bashlik. Ihr habt das doch schon öfter gemacht, oder? Ja, aber ich hab das noch nie gemacht. Nein? Deswegen ist es gut, dass du heute da bist. Okay, weil du hast auch schon mal Interviews gemacht, so dann können wir so gegenseitig auf jeden Fall, safe, machen wir. Erstmal schön, dass du da bist, mein ja, Lieber. Aus meiner Heimatstadt hergeflogen. Ja, Mann. Natürlich. Safe. Aber ich habe gerade schon gehört, so du hast was gegen Dortmund. Ich habe nichts gegen Dortmund. Aber dein Opa? Mein Opa hat was gegen Dortmund. Ich habe überlegt, ob ich Fiji wollte mich überzeugen, dass ich nehme, aber dann werde ich abgestochen von meinem Schalke-Opa. Das kann ich nicht machen. Dein Opa ist auch Schalke? Ja, klar. Bruder, mein auch? Ja, beste. Ja, mein ganzes Leben stand immer diese Situation. Bist du Fortuna Düsseldorf oder Fußball gar nicht? Ich bin natürlich auch, also ich bin mit 3 oder 4, glaube ich, erstmal im Stadion gewesen. Mit welches? Dem. Ja, welches? Gelsenkirchen? Ja, klar, Digga, deswegen. Turnhalle, Bruder. Naja, nee, deswegen natürlich Schalke. Also immer als Kind immer schon Schalke-Trikots Fußball gespielt und so mit Namen drauf. So, früher war ja hart immer mit Rivalität so. Jetzt kann ich nur sagen, ey, tut mir leid, Mann. Egal, wir kommen wieder. Auf Fortuna ja, auch, Baba. Fortuna auch. Ganz ehrlich, seitdem Schalke zweite Liga ist, interessiert mich der Scheiß überhaupt nicht mehr. Bro, same. Gar nicht. Ich guck kein Fußball. Ich hatte auch The Zone die ganze Zeit, aber... Du hast The Zone gezeigt? Ich hab voll lange, weil... Aber dann, aber wo es angefangen hat mit Corona und die Stadien waren leer, ist einfach nicht mehr dasselbe gewesen und das interessiert mich mittlerweile gar nicht ja, mehr. Auch Champions League, ich guck nicht mal mehr Ergebnisse oder so. Ich hab so Champions League letztens irgendwann so gesehen, wer hat da... Ich weiß nicht mehr, wer... Ich weiß gar nicht. Ich hab gestern in der U-Bahn gesehen, Bayern hat 6-0 gewonnen gegen Kiew wen? Oder so. Gegen Kiew oder so, Dynamo Kiew. Champions League oder was? Champions League ist wieder. Aber so mittlerweile ist es eh alles so kaputt. Ich habe gesehen, das ist einfach so nicht mehr interessant. Wien, irgendwie Rapid Wien spielt gegen West Ham United. Es gibt jetzt, guck mal, es gibt Champions League und es gibt Euro League. Das war ja schon. Und jetzt gibt es aber noch, ich weiß nicht, wie das heißt, Confederate-Dings oder irgendwas anderes. Und da spielen so in der Bundesliga zum Beispiel 7. bis 8. oder 9. Also Union Berlin spielt auch jetzt international. Nein. Ja, ja. Das ist halt der größte Scheiß. Wann ist das denn passiert? Letztes Jahr oder vor 2 Jahren oder so. Okay, wir sollen mal nicht so viel über Fußball reden, weil wir haben hier... Fußballschuhe. Ey. Ja, mal hast du Fußballschuhe, diese Balenciaga... Ich wollte diese Balenciaga-Fußballschuhe holen, Alter. Welchen? Diese Stollenschuhe von Balenciaga. Ja, die gab's auch von Off-World, habe ich gesehen. Ja, okay. Aber wie man schon merkt auf jeden Fall... Ey, Jalali ist da. Ey, Jalali. Wo ist mein WLAN? Ich habe letztens so, wir hatten hinten Schuhe für Jalali so. Ja. Und ich habe die ganze Zeit da gesessen und habe mal diesen Namen so wiederholt, weil der so schön klingt. Jalali. Ja, auf jeden Fall. So, aber den haben wir dann irgendwann Gott sei Dank rausgesendet, hat David gemacht. Der hat ja auch dir letztens einen Schuh gesendet. Ja. Mit vielen Liebesgrüßen. Aha. Ist von Sirup. Man merkt schon, du bist. Der Bashlik Meister. Nur ausgestattet von den Besten. Man merkt schon, der Bashlik Meister ist auf jeden Fall. So, aber wenn ich jetzt so über Deutschrap nachdenke und ich habe jetzt so Fashion-Rapper im Kopf. Dann komme ich vielleicht so, keine Ahnung, UFO, Rin oder so, aber dann kommt eigentlich direkt Bashlik Meister. Also im Grunde direkt eigentlich Bashlik Meister. Safe, auf jeden Fall. Wie hast du dir dieses Image so aufgebaut? Nummer 1 Fashion God, ja, Bro. Du musst immer dir von Vintage Shops diese älteren, so von Fußballmannschaften, diese Jogginghose zusenden lassen. Mhm. Immer wichtig, immer Jogginghose tragen. Mhm. Oder True Religion mit Ferragamo-Gürtel. Ja. Hast du Ferragamo-Gürtel gerade? Ja, safe. Okay, krass, ich gegönnt. ja, die Schuhe habe ich noch nicht bezahlt. Echt nicht? Hast du überhaupt eine Rechnung von uns bekommen? Nee. Klingt nach uns. Aber für mich kein Problem. Ey, wird irgendwann kommen, so, keine Ahnung, nächstes Jahr dann. Sag mir Bescheid. Ja, wenn ich dann noch Geld habe, dann reden wir noch was. Ja, so Rapper, so läuft das eh oder nicht? Ja, mir läuft ganz schlecht. Ganz schlecht? Ich bin am Battlestab quasi. Deswegen ich alles nicht bezahlen. Ne? Ich brauche auch noch ein bisschen Rabatt, wollte ich eh noch gesagt haben. So. Und Ratenzahlung. Ratenzahlung, klar, dann ist das. Ja, beste, easy, korrekt, natürlich. Beste, top. Aber wenn es dir so schlecht geht, dann wollen wir dich natürlich erstmal unterstützen. Holen wir uns erstmal einen Drink. So, was wir haben nämlich diese Winteredition. Ja, komm. Die ist noch gar nicht raus. Hast du schon probiert? Habe ich gerade probiert. Hast du gerade probiert? Ah, gib mir normales. Gib mir nochmal Winteredition. Aber auch gerade. Nee, ich will normales, glaube ich. Normales? Ja. Ich gönne mir auf jeden Fall diese Winteredition. Normales ist schon der Klassiker. So. Normales ist der Klassiker. Ja, warte, das ist die Winteredition für mich. Das Dankeschön, ist ich grüße euch. Danke. Ja, also wir sind ja aus Österreich, deswegen natürlich Red Bull. Natürlich. Der Mathe ist ja auch Österreicher. Natürlich, Prost. Hat unseren Fußball, den wir so lieben,
Revolutioniert. Das ist ein gutes Wort. Revolutioniert. Mhm. Auf jeden Fall. Aber lass uns mal rübergehen. Hier haben wir gar nicht so viele Schuhe. Safe. Weil eigentlich sind wir hier, um über Schuhe zu reden. Ja, Mann. Das Problem ist halt bei mir, ich schweife immer relativ schnell ab. Ja. Aber kein Ding. Ja, aber du bist ja, hast ja Interviewerfahrung. Du kannst uns ja wieder in die Bahn legen, dass wir ja auf Schuhe kommen. Ich habe selber schon interviewt. Ja, ich weiß, gesehen. Ja, hier Bunnies. Ja, du warst auch da. Ja, natürlich. Ja. Bei Bunnies CBD war ja hier für 16 Bars am Start auf jeden Fall. Hat auch ja, Hachi interviewt. Nee, hast du Hachi interviewt? Haben die aber nicht reingeschnitten. Echt nicht? Aber der Typ ist eigentlich warum. Legende. Ich weiß auch nicht, warum die das nicht reingeschnitten haben. Hey, meine ganze Kindheit hat der Typ alle Interviews gemacht. Safe. Eigentlich. Hachi. Shoutout. So, du hast ja, das ist ja das Witzige, so, man, so wir machen gerade so Joke, aber du hast ja wirklich Sneaker-Kultur eigentlich immer schon so drin gehabt, ne? Ja, safe. Ja, safe. So, ich weiß, als ich das erste Mal auf dich aufmerksam geworden bin, das war, also ich weiß noch, ich habe mal eine Story von dir gesehen, von Psycho Dino, also von Markus. Jo. Da hast du in so ein Mic gerappt. Jo. Und ich war so, okay, der Flow ist krass. Mm. Da hatte ich aber noch keinen Song von dir gehört. Da hatte ich Markus nur so geschrieben, war so, ja. Yo, krass, ja. Was der macht, so. Ja. Und der erste Song von dir, den ich im Kopf habe, war der Bubble Tea Store. Ja, oder Bubble so. Tea Store, ja. Ja, ja, war ich hier in Wien so, meinst du zu ein paar Leuten, weil Homies von mir haben Bubble Tea Geschäft. Und ich so, ey, ihr müsst ein Kollabo anbieten. Auf jeden Fall. In Düsseldorf hat mir keiner was angeboten. Ich habe mir so gesagt, ihr müsst mit dem arbeiten, wenn der herkommt. So, wir machen das noch. So, wir besorgen. Safe. Immer wenn du hier bist, free Bubble Tea. Mach Bubble Tea Store Part 2, Digga, mach ich mit denen. Habe ich auf jeden Fall die ein oder andere Connection. Le Chabu Bar heißen die. Sogar, reimt sich sogar, kannst du. Le Chabu Bar. Le Chabu Bar. So, ja. Ja, Job genau so, nur anders. Jo, aber du hast Revenging Storm früher gerobbt? Ja, Mann. Ich hab die, also ich fand die einfach immer schon korrekt so. Mhm. Und ich war in L.A. Mhm. Und da war ich in Flight Club. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich mir Flight Club gekauft habe, ich glaube schon. Und da gab es aber nur noch einen Blau in meiner Größe, war für $350 oder so halt. Oh. Ja, krank. Aber damals, das war glaube ich... war das? Ja, das war bestimmt vor 2 Jahren. Das war Camp Flockner. Und da, wo Kani war, Kitsy Ghost und so, also ich glaube 2019 oder 18. Ja, ja, sowas. Und da gab es ja auch hier nirgendwo so, nirgendwo. Und ich habe die auch noch nie gesehen gehabt bei irgendjemandem. Dann habe ich die da gesehen und gedacht, okay, fuck, jetzt ich kaufe die jetzt so scheiß drauf, weißt du? Hast du die mit Klettverschluss oder die? Nee, mit Schnürsenkel. Mit Schnürsenkel, so ja. Wie die hier? Ja, die sind aber auch ein bisschen zu groß, deswegen trage ich die voll ungern, weil die hatten nicht ganz in meiner Größe, weißt du, dann sind die ein bisschen groß und dann... Das hier klappt so ein, weißt du, dass so Plattfüße kommen. Aber würdest du die heute noch rocken? Ah, oh, keine Ahnung. Auch die ganze Story da rum. Ja, so. Mit Ian Connor so. Ja, keine Ahnung. Nee, eigentlich nicht. Also ich rock die eigentlich nicht mehr so. Also wir haben die auch gar nicht mehr online. Ich mag den Schuh richtig gerne. Ich finde, die Laces sind so weich. Das ist ein dummer Selling Point. Ja. Und die hat mich einfach voll gecatcht. Ja. Aber ich rock die eigentlich auch nicht mehr. Ups. Ach, kein Stress. Oh, wolltest du nicht was verschlafen? Ich zahlen. Nee, ich muss Sachen zahlen. Du musst Sachen zahlen. Schon lange drücke ich diesen das Timer ist, weg. Das ist bestimmt der Timer für David, ne? Der meinte, oh, er kriegt noch Geld von dir. Boah, ja, das gebe ich ihm gleich. Echt? Ja, klar. Boah, Ehre, Mann. Natürlich gebe ich ihm was. Habe ich ja nur vergessen. Aber als letztes Mal Fiji und Mako hier waren, meinten die so, du hast so krasse Jordan-Collection schon? Oder warst du früher in Jordans oder irgendwas? Nee. Irgendwas haben die gesagt. Ja, warte. Ich sag noch kurz was zu denen, warum ich die auch nicht tragen will, weil die einfach fucking ungemütlich und scheiße sind. So. Das ist, warum ich die auch nicht gerne trage. Und mittlerweile, ich will einfach gemütliche Schuhe haben so, und mich gut fühlen darin. So. Und bei denen, weil die dann auch ein bisschen zu groß sind, ich weiß nicht, wie es ist, wenn die halt die richtige Größe hätten, wären die vielleicht gemütlicher, aber so wie ich da, ist es einfach kacke, weil du trägst die und die schlammern so rum und so und das ist einfach kacke. Ah, ich verstehe. Du musst so komisch auftreten und so, bla bla bla, weißt du, was ich meine? Weil deswegen trage ich die auch nicht mehr gern. Aber ich habe mir so eine zweite Schicht, so eine Einlage angelegt und seitdem sind die mega comfy. Also seitdem wirklich so, das war das Unterschied. Das ist eine gute Idee. Ich habe auch die andere Einlage nicht rausgenommen, sondern ich habe die einfach draufgelegt. Das ist wirklich eine Baba-Idee. Seitdem bin ich echt harter Fan von den Schuhen. Mann, ich habe auch 3 Paar tatsächlich von dem Schwarz-Weißen. Krass. Rockst du die noch? Ich habe einen, den ich kaputt gemacht habe. Ja. Ich habe einen, den ich so hin und wieder rocke. Ich habe noch einen auf Eis, so, aber den auf Eis ziehe ich nie an. Ja. Weil so, ich trage den nicht so, wenn es mir wichtig ist. Ja. Ich habe zum Beispiel so das jetzt, so, das sind teure Schuhe, so, der ist auch schön. Ich mag den auch. Ja. So, ich meine, es ist nicht dekadent oder so, aber ich habe den einen, der so ein bisschen beatet ist, den habe ich, glaube ich, zum Umzug angezogen. So. Ja. Also, ich trage die schon, aber jetzt nicht daily. So. Safe. Ich bin gerade hart auf Vierern. Ja, ich liebe die. Ich, also wegen auch Jordan Collection, ich habe keine krasse Jordan Collection. Ich habe einfach so, ich mochte das immer, aber ich habe auch früher so, als ich klein war, habe ich nie Geld gehabt, mir das zu kaufen. Dann habe ich einmal habe ich so 1er Jordans, fett, Digga. Sie waren so, Bro, das war grau und der Rest war schwarz, aber die hatten auch so eine fette Zunge und so. Eigentlich voll scheiße. Aber das war jetzt keine Special Edition, das war einfach so irgend so ein random Release, high. Okay, so. Wild.
Das klingt so ein bisschen nach so einem SB, aber ein Hai eigentlich, ne? Wenn die so eine fette Zunge haben. Ja, nee, aber aus Leder auch. Weißt also das war komisch. Ja, da hast du ja, okay, da hast du ja immer diese fetten Zungen. Genau, aber das war aus Leder, die Zunge. Die Zunge war aus Leder? Das war komisch, Digga, komisch. Ja, früher gab es eh ganz, ganz wilde Sachen. Mhm. Da gab es ja auch so diese Kyoto 1,5er Jordans und alles so. Da gab es ja todeswilde Sachen. Mhm. Aber ich finde momentan... Ich finde momentan, so wie sich Sneaker-Game entwickelt, eigentlich eh mega nice. So, du hast die Dance, so low, comfy, trägst du ja auch selber, so hast du echt natürlich. Ein schönes Paar geholt. Ja, ne? Ich hatte die Off-White-Dunks eine Zeit lang, die grün-weißen. Ja. Habe ich unbedingt ein grün-weißes Paar wollte, habe ich gesehen, so die kommen raus, habe ich die verkauft und habe mir davon irgendwas anderes gekauft. Ja. Aber jetzt gerade für den Winter bin ich echt immer so auf Vierern, weil die halt mega warm sind. Ja, Bro. Hast du Vierer, die dir gefallen? Ja, so, siehst du ich hab auch selber Vierer. Welche? Ich habe boah, das war damals mit meinem Opa im Zentrum Oberhausen und die sind gedroppt zufällig an dem Tag, ich wusste das gar nicht, die Green Glow. Die sind chillig, die sind diese grau mit so diesen, diese Dinger sind grün, die sind Baba. Und die habe ich auch seitdem und rock die immer noch. Also als ich die neu hatte, habe ich die nie getragen, weil ich immer Angst hatte. Und mittlerweile habe ich halt irgendwann natürlich drauf geschissen, so geht damit feiern und so. Die sehen schlimm aus, aber ich finde es trotzdem geil. Die sind trotzdem Baba noch, so, weißt du, die haben auch korrekte Qualität auf jeden Fall. Ist dein Opa eine wichtige Rolle so in deinem Leben? Ja, safe, ja, auf jeden Fall. Also das ist ein anderer Opa. Ah, das ist nicht der Schalke-Opa, sondern ein anderer Opa. So, ja, safe, ich hab zwei. Aber das sind die besten Leute, Ey, ist bei mir auch so. So mein Opa hat halt schon ganz früh so immer so die Hand drauf gehalten. Ist wie ein zweiter Vater. Mhm. Safe. Also ich kenne auch meinen Vater nicht so, deswegen am besten. Also das waren so die Männer, so, mit denen er groß geworden ist. Das ist korrekt. Ja, du erwähnst ihn ja auch auf den Tracks und sowas, ne? Einmal. Echt? Ja, okay, ja. Dann habe ich den heute zufällig gehört. Einmal, so. Safe. Also so, ich habe dich eh schon länger auf dem Schirm. So Polyurethan fand ich sehr, sehr krass. Ja, Mann. Kannst du eigentlich skaten? Ja. Echt? Also ich habe, also nicht krass oder so. Früher war ich schon ein paar Sachen gerissen, so. Aber jetzt auch nichts Heftiges. Ich auch nicht gesponsert worden, gar nichts. In dem Video kommt das ja am Anfang, so kommt so das Skateboard mit Kickflip so. Und ich war so, ich habe ihn nie skaten. Das war ich aber nicht, Nee, das ist ja auch nur so eingeschrieben. Polyurethan, oder? Genau, das war ein Kollege von mir. Dominik Wenzel, Shoutout. Der hat da in Düsseldorf ein paar Sachen geskatet. Ich bin Skateboard gefahren immer und habe immer, ich habe einfach auch nicht auf mich geachtet, so mich nicht gedehnt, da Sachen runtergesprungen, da Treppen und so. Ich habe Bandscheibenvorfall so gehabt, quasi. Wie alt 16, du, 17. Hast du Bandscheibenvorfall? Ich hatte 16, den mit 16, 17 so. Ich war halt gefickt und dann konnte ich erstmal nichts machen und dann habe ich auch nicht mehr so richtig angefangen. Ja, tut mir auf jeden Fall leid, dass du da mal. Ja, kein Problem. Musst, nein, ich komme klar jetzt. Nein, ich bin jetzt fit. Ich bin jetzt wieder fit. Also ich habe so Rückentraining gemacht, Bams, gehst Krankengymnastik, dies, machst das. So. Ja, man sieht, Bruder, steckst kannst du. Rücken. In Golo. Ja, ja. So ist das. Immer Sport, Sport ist mein Leben. Ey, aber ich habe mal eine Frage so. Am Anfang vom Polyurethan, ne, da erklärst du so, dass das zwei Stoffe sind und dann sagst du so, verstehst du so wie Hashtag Meister. Aber Bro, ich verstehe nicht. Bro, das hat, das habe ich einfach, das war besoffen, das hat irgendjemand zufällig so aufgenommen oder so. Okay. Und dann hat der das Video geschnitten und meinte dann so, ey, komm, wir machen das einfach. Ich meinte so, okay, ich habe keine Ahnung, was ich da sage, um ehrlich zu sein, so, keine Ahnung. So, weil Bachelor und Meister zwei Wörter sind oder was? Bruder, ich laber, glaube ich, einfach irgendeine Scheiße, um ehrlich zu sein. Aber es ist gut, dass du darüber nachdenkst, weil das wollten wir bezwecken. Das wird denken so, ey, was meint er eigentlich damit? Und ich meine natürlich gar nichts, so. Ich meine einfach nur Verwirrung. Ich habe heute zum Beispiel so, ich habe so überlegt, so, ey, wie bereite ich mich auf so ein Interview vor? Ich habe es ja noch nie gemacht, ne? Dann sagst du so, ja, ich habe mal Philosophie studiert, ne? Ja. Und dann war ich so. Alle kommen immer da mit, ey, Flo, ja, warte. Dann war ich so. Bist du ein Wichser, Alter, machst du endlich deinen Bachelor, ey. Nein, bist du so weit schon? Drei Jahre. Ja, wie bist du? Bro, ich habe das einfach immer gemacht so nebenbei. Ich muss eigentlich nur noch Bachelorarbeit schreiben, aber ich habe keinen Bock. Ah, ich auch, aber in BWL. Oder ich habe einen Schnitt von 1,3. Ich bin. Sheesh, Brain, das ist auch nicht schwer. Ich schwöre, es ist nicht schwer. Philosophie, es ist nicht schwer. Du kannst, wie willst du eine Prüfung verkacken, so richtig so? Ist aber warum ein philosophischer Track? Ja, auf jeden Fall. Ja. Alles was ist philosophisch. Was alles machen so. Ich würde sagen, der philosophische Track von dir ist Lass uns tanzen. Ja. Oha, den kenne ich gar nicht. Ja, das war mein erstes Album King oder so. Ja, boah. Aber so, warte, keine du hattest ja Sonne, Mond und Sterne-Tape. Mhm. Dann ist der auf. Ich bin Mondlicht, das war das Erste. Da habe ich alles, also das war so, überhaupt. Das war nicht das Erste, was ich gemacht habe, aber das war das Erste, wo ich gesagt habe, okay, jetzt Spotify. Und wie alt warst du da? 21. Ja, irgendwie sowas, ich weiß es nicht. Ja, Mann. Auf jeden Fall, Jones, ich hab Vierer und ich habe Concord. Du hast Vierer und du hast Concord? Ja, Concord sind auch Legende. Ich bin auch immer so, ich denke immer, ich will das und das und das und dann besorge ich mir die, was soll ich immer zu faul bin. Ich kaufe, wenn ich irgendwas sehe, das immer spontan. Aber ich habe immer nie Bock, mich damit auseinanderzusetzen oder verfolgt Releases oder so. Ey, dann nimm mal auch spontan gar keinen Plan, so irgendwelche Schuhe von dieser Wand, die du schön findest. Ich will. So nimm die alle. Ich will einmal Yeezys angehabt haben. Welche? So 350s?
Bro, du musst diese hier tragen. Ich schwör dir ganz ehrlich. Schuldig, Bruder, schuldig. Ey, Wesley, ganz ehrlich, du musst einmal die da probieren. Die sind so comfy. Die sehen welche Größe sind die? Keine Ahnung, 11er oder so, eh deine. Hab ich. Ey, du schreibst mir nicht vor, was ich trage und was nicht. Ich trage easy. Das ist einfach ein das, das ist einfach meine. Bruder, die sind aber auch Baba, ich schwöre auf meine Mutter. Die Alter, Foam Runner, so das ist einfach wie so. Ey, Bruder, die sind ja wirklich krass, aber ist jetzt der, Winter, ne? Ist unpraktisch. Der fühlt sich so an, als ob die ganze Zeit so Leute Hände um deinen Fuß halten. Ey, Bro, die sind so. Halt echt einfach. Die sind echt Baba, Digga, ne? Der ist krass. Ich schwöre, die sind krass. In denen. Die sind krass, Digga, ja. So, ich werde jetzt einmal die Yeezys anziehen. Ich will einmal Yeezys. Also, ich muss sagen, die sind zwar geil, aber ich finde, das passt so vom Typ nicht so ganz zu dir. Nee, ich will die auch nicht haben, Digga. Boah, die sind aber auch krank gemütlich, ne? Hässlich, Meister. Bam, das ist mein Drip, Digga. Was geht schon, Bächlig Meister, in meinen neuen Yeezys? Zack. Ja, safe, so, du hast die Hose nicht gut gefixt, so für die Schuhe. Was hab ich? Du musst die Hose vorne noch drüber. Ja, ja. Das muss schon sein. Nein, komm, jetzt Spaß beiseite, Mann. Spaß wie Sau beiseite. Ich will eigentlich noch mehr Vierer haben. So. Noch mehr Vierer? Ich habe jetzt schon Dunks, die habe ich jetzt auch letztens erst bekommen. Ja, safe. Das ist auch eine gute Wahl gewesen. Ich hab Lali auch geholt. Ne? Ja, Mann. Hast du auch noch keine Rechnung bekommen? Nee. Das macht mich natürlich glücklich, sowas zu hören. Das macht mich natürlich glücklich. Ich wollte schon immer Vierer haben. Aber ich habe keine Fünfer, aber die sind auch scheiße. Ja, ich fühle die auch nicht. Ich habe letztens so gesehen, hat jemand diese oberste Schicht so runtergeschnitten. Mhm. Und dann sahen die ganz nice aus, but still not. So. Ja. Guck mal, einzige Jordan, wo ich immer als Kind immer, was immer das Geilste auf der Welt war, war Concord waren das für mich so. Ich wollte die immer haben, immer. Dann war ich bei Flight Club und da kostet die haben die halt auch von, die gab es von 96 einmal. Und dann sind die nochmal irgendwann gedroppt. Und dann konntest du ja halt bei Flight Club kaufen für, was weiß ich, $900 oder so. Hab ich halt gesagt, jock. Aber dann sind die nochmal gedroppt. Dann sind sie nochmal gedroppt und hast du sie geholt oder wieder verpasst? Dann habe ich die verpasst und meine Freundin damals hat mir die geschenkt. Ehrenfrau. Auf der Ebene zumindest. Shoutout. Ey, das ist bei mir auch immer so, wenn ich ein Mädchen habe, das hat mit der nicht funktioniert, aber die hat mir so ein nices Fashion Piece geschenkt. Denkst du so, ey. Ey, ich, wirklich Shoutout. Ganz ehrlich, dafür. Ja, Mann. Dankeschön. Dafür küsst du jetzt. Es ist auch schwierig, immer was zu schenken, was einem dann so wirklich gefällt. Ist so. Ich glaube, ich würde die. Fire Red? Ja, ich weiß nicht, die sind beide natürlich so. Ja, ich hol dir die mal eben, dann kannst du mal beide probieren. Also, ja. Ich habe beide tatsächlich. Ja? Ich habe heute ja eh den einen hier. Ah, okay, tschüss. Das ist der da. Ja, Mann. Und ich muss dir aber sagen, so, ich mag den fast lieber. Mhm. Weil, Basti, warum mag ich den lieber? Ah, der hat das mit diesem Netz hier. Ja, genau. Aber das sage ich jedes Mal. Ich finde das geiler, wenn das Netz und der ja. Händler nicht dieselbe Farbe haben. Der ist auch so ein Klassiker, ne? Kann das ist der allererste. So der erste, zweite, der rausgekommen ist. Ist so ja, wie in Chicago. Ja, safe. Ey, ich hol dir die kurz, dann bin ich gleich ja, wieder. Ja, hol mir einfach den. Du kannst dabei noch weitere Schuhe von dieser Wand nehmen oder so. Oder? Erzähl uns dabei, nehmen wir das. Ja, ist echt so. Lass, interview dich selber, Bächlich. Ja, Mann. Ich bewerte jetzt die Schuhe hier. Die. Wahnsinn. Sagst du. -5 von 10, -5. Also das ist ja wirklich schrecklich, dass der das rausgebracht habe ich ja gar nicht mitbekommen. Ich verfolge das gar nicht mehr mit dieser, aber das ist ja scheußlich, oder? Nee, ist ja wirklich, also ich meine das gerade ernst, das ist ja wirklich, wirklich, wirklich hässlich. So. Ja, was hältst du zum Beispiel von denen hier? Ja, auch finde ich auch richtig scheiße. Also, was macht von dieser Yeezy-Wand weg? Oder richtig scheiße. Ey, die einzigen Yeezys, die wirklich, ey, guck mal, aber das muss man fairerweise sagen, die Runners sind schon chillig so. Ja, die würde ich auch tragen. Ja, die sind korrekt. Aber das sind so reiche Araber-Schuhe, Bruder. Ja, Bruder, ist doch perfekt für mich. Küsst das Herz von diesen Schuhen, ja. Fiji, du machst das Interview. Die sind scheiße wegen dem Elephant Print, das geht mir auf den Sack. Okay, pass auf, ich suche jetzt Schuhe für dich aus. Okay. Weißt du? Ich weiß, dass du den auf jeden Fall nice findest. Ja, habe ich schon holen lassen. Dass du den auf jeden Fall nice findest. Das, ja, 10 passt mir auf jeden Fall. Das Bächlig Meister. Ja, ja, du musst nur kurz probieren, okay, den Dingen. Okay. So, und dann. Die habe ich halt. Zum Mager geschenkt. Ja. Das kann ich dir nicht. Ah, stimmt. Ja, ja, genau. Ich erinnere mich. Ja, ja. Ey, der ist ja auf jeden Fall ein bisschen zu klein. So, wir haben leider heute Sizes verkauft oder die ja, Woche. Ja, easy. Aber so für Anprobieren wird auf jeden Fall reichen. Ja, aber ich komme bestimmt nicht rein, wenn es 44 ist. Ah, safe. Meinst du? Ja, ja. Scheiße. Sonst kann ich dir meinen geben, ich habe auch 45. Ja? Ja, das muss man den versuchen, aber wird eh nicht passen. Nein, lass den, ich nehme den. Alright. Wie du willst? Ja. Deine Schuhe nicht. Ich kann auch deinen anziehen. Willst du mal? Okay, gib mir deinen. Ja. Lass mal tauschen, warte mal ein bisschen wieder. Okay. Zack. Boah, ja, stimmt. Das ist das Nervige bei Vierern. Boah, stabil. Warum ist ein Schuhlöffel? Ich bin bei Vierer, man muss die immer aufmachen, ne? Aber ist eigentlich auch gut, so ein Grüner. Ja, Bro, ist chillig. Ich hatte auch überlegt, so. Hast du die Sohle raus? Gewesen, oder?
Bruder, ich habe aber Preis gezahlt bei euch, ja, also einfach Retailpreis so. Das kostet mittlerweile, glaube ich, schon mehr, ne? Ah, die sind teuer auf jeden Fall. Ich wollte eigentlich Schwarz-Weiß holen, aber da habe ich schon richtig viele mit den Schwarz-Weiß gesehen und habe gesagt, so war ja, Schwarz-Weiß haben inzwischen schon sehr viele. Ja, deswegen. Möchtest du beide probieren, soll ich den zweiten auch geben? Nee, geht schon. Also die sind Baba, ja, die sind Baba auf jeden Fall. Aber da ist mir heute so, ich habe halt Burger gegessen, dass mir hier vorne sowas draufgefallen ist. Ja, ich fick meine Schuhe auch immer, Digga. Bei mir, ich trage irgendwas, ich habe diesen Gürtel gekauft. Am selben Tag habe ich hier noch eine Katsche reingemacht. Aber Schuhe müssen auch getragen werden. Ja, ist auch so, ist auch so. Ey, aber der ist schon comfy so. Ich habe das Gefühl, der ist auch angenehmer als andere. So von der ist chillig, man muss den ein bisschen einlaufen. Mhm. Warum hast du die Sohle rausgemacht? Weil der mir sonst nicht passt tatsächlich. Ach, krass. So, ich habe so einen sehr hohen Riss so, und dann passt er mir sonst nicht. Deswegen trage ich den nur so. Außerdem, so, wenn die Sohle Deadstock ist, Wiederverkaufswert höher. Ja, okay. Ja, nein, Spaß. Hat der Wiederverkaufswert? Ah, der ist ein neuer Colorway, ne? Den gab es früher nicht so. Ja, der ist ziemlich teuer, aber trotzdem, der ist halt teuer. Clean ist so. Wie teuer ist der? So 450. Ah, so krass, ja, okay, ja, krass. Ja, und der? So 390 oder so, aber ich sag dir ganz ehrlich, Lederqualität von dem ist besser. Mhm. Fühl mal den so. Aber der ist weicher irgendwie, den. Ne? Aber das gefällt mir eigentlich. Den magst du mehr? Ne, also ich meine vom Leder her, weil der ist halt, guck, der ist so glatt hart und der ist einfach so soft. Ey Bro, hier ist einfach kein, hier ist kein Schuh-Tree drin, da schon. Ja, ich weiß es, aber das Leder, okay, ups, sorry. Ja. Ist das jetzt der? Ja, ne? Ja, Mann, das ist sogar, das ist 11,5, ja? Mhm. Dann könnte mir sogar passen, tatsächlich. Mach einfach mit Schuhlöffel so und dann. Ja, Mann, mit Schuhlöffel. Rein. Echt, aber, boah, die sind. Hey, die sind voll. Ey, warte mal, das ist nicht die richtige Größe. Nein, das ist nicht 11,5, Bro. Das ist 44 auch. Ach so, weil auf dem Karton steht 11,5. A10. Na, das ist Woman's Sizing. Ach, Woman's Sizing. Woman's 11. Ja, Bruder, ich komm da nicht rein. You sure? Nee. Also, ja, ich versuch nochmal, aber. Schau mal einmal kurz. Dann so, weil kurz müsste eigentlich gehen. Nee, Bruder. Bro, was soll da passieren? So, das ist ja. Bruder. Also viel Leder und alles. Was sagst du? Ja, Bro, tut mir leid. So. Ich wünschte, ich hätte deine Sohle. Nee, ich meine für den Schuh, so, mir ist egal. Das passt schon. Aber ja, stimmt, geht. Natürlich geht das. So. Ich aber kannst du den bestellen, theoretisch? Ja, safe. Ja? Wir haben den einfach nur gerade verkauft hier im Laden. Ach, okay, wir können halt nicht so viel hier. Ja, ja, safe. Ja, Bruder, ich würde einfach den nehmen, ja, sag ich dir. Den oder den weißen? Ja. Pass auf, guck mal, der da ist ja einer, so, das ist so, du weißt, was ein Chicago ist bei Jordan. Ja, klar, deswegen. Das ist so im Grunde wie so ein Chicago. Ja, Mann. Und ich finde die Elemente auch geiler. Ja. Und ich sag dir, die Lederqualität ist besser. Ja. Ich habe den hier und ich habe den. Ich habe den schon fast ein Jahr getragen oder so, seit Weihnachten. Und den hier habe ich ein bisschen getragen und beide sehen von der Condition gleich aus. Liegt auch ein bisschen an Nike. Weil Nike hat Factory schließen müssen wegen Corona oder so runter reduzieren. Okay. Und dadurch ist die Lederqualität ein bisschen in den Arsch gegangen. Und Schuhe vor Corona sind deutlich besser von der Qualität als nach Corona. Ach, laber nicht. Mhm. Ach, krass. Also der ist vor Corona, ja. Der ist vor Corona. Guck, die Sache ist der, ich finde, der sieht so aus, das ist kein Schuh, den so Jordan getragen hat oder so, weißt der du? Da? Nee, der. Ach, der, ja, natürlich. Weil der ist, das ist so ein neuer Colorway von irgendwas, safe. 2000 irgendwas. Oder 2000, vielleicht von jetzt oder? Ist von jetzt, ganz ich neu. Schon, ja. Deswegen, der hier ist einfach Classic, man sieht das einfach so, weißt du? Hier, warte, ich zeig dir mal dieses Schlau. Der sieht aus, als könntest du ihn bei Snipes kaufen oder so, weißt du? Welcher? Der, den du anhast. Ja, ja, schau mal. Und der hier sieht aus einfach, hier, einfach wie ein Baba Sneaker. Ultimative Sneaker-Buch. Die fand ich auch als Kind immer krank. Digga, die würde ich aber heute auch nicht mehr tragen, aber als Bruder früher so Wiz Khalifa und so haben die getragen, Digga, ich wollte so den haben. Der Gatorade Green schon sexy. Ja, der ist auch sexy, aber so mittlerweile, ich habe keinen Bock mehr auf hohe Schuhe. So. Das ist mir irgendwie. Er sagt, er hat keinen Bock auf hohe Schuhe und kommt mit dem Vierer. Ja, die sind doch, nein, ich meine so von Dings hier, das. Ah, okay, ich das meine ich mir so. Also die sind auch so Baba, Bruder, die wollte ich auch immer haben. Die wollte ich als Kind auch immer haben, so, aber jetzt würde ich die auch nicht mehr tragen. Aber schau hier. Guck, so, das ist der allererste gewesen und der ist gleichzeitig released mit dem. Boah, das ja, heißt, 1989 Mann. Ist der erste von denen rausgekommen. Ja, ich muss den haben. Ja, würde ich dir auch empfehlen. Ich muss den haben. Weißt du, was auch sexy wäre? Schau mal hier, wie sich das so, das Yellowing, wenn das so kommen würde. Das wäre so ja, nice. Ja. Aber kommt eh nicht bei den neuen. So. Das sind noch ganz andere Materialien damals. Was war das? 96? 99? 89. 89, Digga. Genau, die Elfer waren 96. Mhm. Krass. Ja, wild auf jeden Fall. 89 ist so, Digga. Boah, da war ich noch so lange nicht geboren, das ist hart. Da haben meine Eltern nicht mal an mich gedacht. Ja, Mann, same, ist so. War meine Mutter da auch schon geboren, ja. Alright, dann machen wir Fire Red. Du bist ja jetzt gerade in Wien. Was treibt dich eigentlich nach Wien? Wien. Wien treibt dich nach Wien? Beste Stadt, immer kommt nach Wien. Das Einzige, was scheiße ist, ist Bierversorgung ab einer gewissen Uhrzeit abends, so. Kein Bier mehr. Was mit Alfies? Alfies macht ja auch nur bis 12 oder so, glaube ich. Echt? Oder auf jeden Fall, es gibt irgendeinen Haken. Und diese Bierautomaten sind immer am Arsch der Welt. Ja, stimmt. Und das ist das Problem. Spätis, warum gibt es keine Spätis in Wien? Das weißt macht gar du, keinen Sinn. Was ich mies feier, so, weil wir dürfen nicht so die Gesetz, katholische Kirche oder so sagen. So boah, katholische Kirche, die Hunde. Ja, nee, ich glaube, dass das wirklich danach alles kaputt, so. Alter. Katholische. Ich feiere extrem, dass du immer Hansa trinkst.
Ja, Mann. So, das kickt mich so ein bisschen. Als Dortmunder. Früher ja, immer Mann. Hansa, immer. Ey, ich schwöre, Renoldi Kiosk kostet das, lass mich nicht lügen, Digga, 40 Cent oder so. Ja, ich weiß. Das Beste. Früher mal Kioskrunde, so von einem Kiosk zum nächsten. Und wer nicht ausgetrunken hat, musste die ganze Runde zahlen. Ja, Mann. Und das hat wehgetan damals. So. Ja, ja, klar. Das hat richtig wehgetan. Kindergeld ist so, so 50 Cent in Kindergeld ist wie 10 Euro oder so. Aber deswegen haben wir halt so, weil das eben bei uns früher mal so war, und wir haben halt so heutzutage. Kids werden aufmerksam auf Sneaker und alles so ab dem Alter von 10 wirklich. Krass. Oh ja, das ist krass. So, ne? Verdorben, Alter. Und dann sind die halt, naja, es geht so, weißt du, du hast wirklich Kids, so, die sich so ihr Taschengeld zusammenspannen, um Schuhe zu bekommen. Ja, ist doch sinnlos. Aber, so, ich fühle das auch nicht. Und deswegen haben wir so Clothing gemacht und schauen, dass das so günstig wie möglich ist. Ja. Warte, ich zeig dir, wir haben heute Restock gekommen, ich zeig dir, was wir so da haben. Halt. Weil wir verkaufen das richtig hohe Qualität. Ja. So 35 Euro ein T-Shirt, damit wir eben, ja, cool, damit jeder Teil der Szene sein kann, ohne so durch kommerzielle Gründe ausgeschlossen zu werden. Geil, ja. Weil so, du weißt eh, wie es geht. Ja, normal, safe auf jeden Fall. Haben wir in Berlin Pop-Up gemacht mit einem CBD-Store. Geil. Deswegen hier so, weißt du? Ja, Mann. Ach, das ist ein Gibbet. Ah. Ja, 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 Gibbet und Sneaker. Ja, das ist auch geil, Alter. Valentinstags-T-Shirt. Übelgeil, Mann. Das hat der Budapest gerade an. Das hier ist auch übelgeil. Das ist dieses Bier, ne? Ja, ja, exactly. Das ist super. Boah, das ist heftig. Das ist heftig. Aber du meinst, du brauchst ein Hoodie noch, oder? Oh, Hoodie, mir ist kalt, Mann. Ja, probier mal diese da. Okay. Ist plain, oder? Ja, ja. 2XL, okay. Das müsste passen. 2XL? Ja, es fittet aber wie XL. Aber Arabic. Ja, Bruder, muss sein. Boah, ich bin ein mieser Fan von Aber ich hab, diese Tasche hat hier so ein Mitteldings. Mhm. Und ja, es ist so scheiße passiert, Digga. Es gab so Fetzerei und dann habe ich das Mittelding davon verloren einfach. Was für ein Mittelding hatte die? Ja, das besteht ja aus mehreren Taschen. Und hier kannst du noch eine Tasche dran. Da war noch eine Tasche zwischen. Ja, noch für Pocket so. Aber die ist ja nur mit dem fest. Ah, okay. Und dann war Schlägerei, man fällt hin, diese und das ist rausgefallen. Hab ich jetzt nicht gemerkt, bis ich jetzt zu Hause war. Dann haben die dir deine Mitteltasche gezockt oder wie? Nein, die ist einfach abgefallen, denke ich mal. Ich weiß nicht. So, weißt du, warum diese Kapuze. Achtung, setz mal einfach die Kapuze auf, du bist weg. Die ist wild. Für die U-Bahn. Wild. Weil so, wenn ich U-Bahn fahre, so will ich nicht, dass irgendwelche Leute mit mir reden. Dann habe ich immer diese Kapuze, damit niemand zu bekommt. Das ist hart. Geil. Aber der ist 2XL? Ja, der ist 2XL. Aber geht fit eigentlich, ne? Ja, ja, der ist halt hier so an den halt Ärmeln. Der ist hier eng so. Ja. Aber der ist so ein bisschen crumbled dann, weißt du? Okay. Für den Winter. Ja, so jeder, der mit uns Interview macht, kriegt immer ein Clothing Piece geschenkt. Immer. Geil, weißt du, Leben. Nehm ich auch Chris hat, glaube ich, damals ich Stiegelingen geholt. Stiegel-T-Shirt. Ah, okay. Glaube ich, aber ich weiß nicht mehr genau. Geil. Ja, Digga, die sind auch Sirup, was ist das? Sirupski, Digga. Ja, auf Glitzersteine angelegt. Ja, ja, genau. Ja, Mann, geil. Warum hast du eigentlich keine Eisdot-Grills? Kann ich mir nicht leisten, oder? Der Julius, der Ulz, der macht mir keinen entsprechenden Rabatt, ja? Mit dem muss man mal ein ernstes Wörtchen reden. Also Ulz Grills, Digga, mach mir mal Eisdot-Grills. Das wäre angemessen, ne? Nein, ich will auch, glaube ich, gar keine, Digga. Nee, würde auch nicht zu dir passen. Nee, safe nicht. Aber so, wie siehst du das eigentlich so mit dem Flex? Bleibst du da immer so auf den Sachen, die so wirklich in deiner Range sind? So, wie gesagt, Ada Era ist ja safe. Auch teuer, so, ne? Ja, aber die Tasche war nicht so teuer, 150, glaube ich. Ja, ey, aber Bro, 150 Euro? Ja. Überleg mal. Das ist schon, das ist nicht nichts, so, ne? Ja, aber ich bin jetzt niemand, der sich jetzt so auf Krampf. Also, Fiji hat einfach eine Goyard-Bag geholt, so. Oh, ist auch cool. Ist auch nie sexy. Ich hätte auch so Bock auf eine Goyard-Bag, aber ich habe keinen Bock, so, oder weißt du, was ich meine? Das tut mir zu weh, da habe ich keinen Bock drauf, einfach so. Mittlerweile, ich brauch nicht diesen krassen Flex. Ja, so. Mir geht's also gut, so, weißt du? Ja, so, weißt du, Goyard-Bag ist halt auch. Ja, das ist die Sache, die ist so teuer. So, also ich finde die auch Baba, aber so viel Geld habe ich einfach keinen Bock auszugeben. Wenn, dann würde ich mir aber nicht eine Goya nicht so genug Messenger Bag holen, sondern hätte ich gerne so eine Reisetasche. Ja, ja. Und die ist dann nochmal teuer. Ja, ja, ja. Das ja, Bro, unmöglich. Kannst du kaufen, was du willst. So, du musst halt auch einfach korrekt sein. Und du musst du darfst nicht verkleidet aussehen. Du darfst nicht verkleidet aussehen. Ganz, ganz genau, das ist die Sache. So, dann kannst du eigentlich alles rocken. So Vintage Store, dies, das, geht überall. Und deswegen muss einfach gemütlich sein, tust du daran wohlfühlen und dann. Du siehst doch auch gut darin aus, weißt du? Weißt du, was ich mir letztens noch gedacht habe? Wir schweifen immer die ganze Zeit von der Musik ab. Du machst ja eigentlich Musik, so, ne? Ja, kein Problem. Ich hab so, Bro, ganz ehrlich, gibt es ein Feature, was du nicht machen würdest? Du hast so viele unterschiedliche Feature-Gäste. Ja klar, gibt tausend Features, die ich nicht machen würde. Wie ist so mit den ganzen alten Leuten aus Düsseldorf, die da so bestimmt haben, als wir jung waren? Weißt du, wen ich meine? Farid und so. Ja, ja, diese. Würde ich Safe-Feature machen. Würdest du Feature machen? Safe. Aber der Typ war witzig. Ich hätte ihn fast kennengelernt, aber Farid. Dann wurde das abgesagt. So, ja, ja. Aber ich will auf jeden Fall Safe Feature machen. Du willst Feature mit Farid machen? Ja, Baba witzig. Kollege? Shoutout. Ja, Kollege finde ich musikalisch. Also, nee, finde ich, würde ich nicht machen. Ist halt nicht so witzig wie Farid, ne? Genau. Farid hat ja diesen witzigen. Aber Shoutout an Kollege. Ja, ey, der hat auf jeden Fall so eine Zeit geprägt. Auf jeden Fall. Kann man nichts gegen sagen. Auf jeden Fall.
Farid hat halt diesen witzigen Vibe dabei noch. Ey, dieses Soße-Tattoo, ne? Ja. Hat das, ist das so ein Bolo Boys-Tattoo oder? Ich habe einfach, wir haben diesen Bolo Boys-Track und da sage ich, sie isst die Bolo sloppy, ich habe Soße auf meinem Arm. Und dann war ich bei Nico und dann haben wir Bier getrunken und dann meinte er, komm, wir tätowieren nachher Soße auf meinem Arm. Jetzt habe ich halt wirklich Soße auf meinem Arm. Also ich habe auch sonst immer Soße auf meinem Arm, weil ich nicht so gut essen kann und das halt rumspritzt und so. Aber jetzt ist da Soße, aber ja, da werde ich auch drauf angesprochen. Echt? Ja, Mann. Ja, so, verstehe ich. Das Baba-Gesprächsthema. Und dann sage ich immer, warum hast du das tätowiert? Und dann sage ich immer so, ja, keine Ahnung, weiß ich selber David, nicht, warum ich das tätowiert. Ganz kurz, hast du nicht David in seinem Gesicht tätowiert? Ja. Ja. Ey, David! Welcher Punkt in deinem Gesicht ist vom besten? Ah, der hier. Dieser ganz hässliche, dieser ganz hässliche. Der oberste, dicke. Um 7 Uhr morgens auf Hausparty habe ich dieses Baba-Tattoo gestochen, Digga. Ja, nachdem ich dir gesagt habe, Digga, stich mir einfach in meine Fresse. Ja, Mann. Kann man einfach nur lieben. So muss sein. Und ich wollte auch, ich habe hier so ein G von der Gina, Mann. Ja, das habe ich auch. Hatte ich auch hier. Ja, Mann, ja, Mann. Meinst du sogar noch beschissener aus, ja? Ja, meinst du auf Handfleck, das muss scheiße aussehen. Ja, Mann, ich habe ja auch mein Herz gehabt, aber da war ich ganz jung, das ist weg, schon lange. Ja, ich bin immer noch jung. Ja, ich bin auch immer noch jung. Du bist ein Kind in meiner Augen. Also wir hatten dieses philosophische Thema abgeschlossen. Ja. Wir haben über letzte EP geredet. Ja, Mann. Du hast bis jetzt nur EPs gedroppt, warum kommt da kein Album? Bruder, ich mach da gar keinen Unterschied. So. Aber das Traumding war für mich schon ein Album. Mhm. Waren ja auch wie viele Tracks? 9 Tracks ist ein Album so. Oder ein Tape, keine Ahnung, Digga. Ich finde, ein Album ist irgendwie sowas. Ich glaube, so ein Album, wenn ich echt sage, aber ich glaube, jetzt ein Album, dann ist das sowas, wo ich wirklich dann so irgendwo hingefahren bin und mich da hingesetzt habe und das gemacht habe. Mit einem Gedanken und einer Idee dahinter. Weil so einen Vibe durchgezogen. Genau, die letzten Sachen waren Tapes, die sind einfach immer irgendwo da entstanden und im Endeffekt auch nicht von einem gemeinsamen Grundgedanken ausgehen, sondern das waren einfach zufällig Sachen, die zusammengepasst haben. Und wenn ich dann ein Album mache, Bro, dann weiß ich nicht, gehe ich nach Thailand, Digga, mach da Album so im Ferienhaus oder so, weißt du? Und denke mir so, so okay. Pro angelehnt? Mäßig, machen ja viele Musiker, viele. Kanye macht die Alben so, Digga. Bruder, der sperrt sich in einem Stadion ein. Ja, aber so der hat auch früher schon. Ja, das ist so. Das. Der hat das ja früher schon immer gemacht, so. Immer eine Sache angemietet, alle da eingeflogen und so. Und das auch geil. Ich sehe das schon passieren. Beschlik Meister mietet sich im Fortuna Düsseldorf Stadion ein und macht sein erstes Album. Ja, Mann. Dann lasse ich KDM Shay einfliegen. Das ist schon so muss sein. Schau dann Shay. Was ist das eigentlich mit diesem Por? Ja, Por, Digga, einfach Por. Wie ist das entstanden? Dass so die Community so entwickelt? Oder? Ja, der Flavi, ich habe auch gerade Flavi nach Düsseldorf, oder Flavi, Flavio Bria, Unterstrich. Der mit dem Feature auf dem Boot? Auf dem Boot, so muss sein, genau. Ja, der sagt, er hat mal angefangen und hat mich therapiert, immer Por. Und dann, wenn es einmal drin ist, ja. Dann geht's auch nicht mehr raus. Du sagst immer Por. Wir hatten das auch letztens schon. Ja. Wir haben hier gestanden, war noch ein Por. Passt doch zu allem, egal. So, guck mal hier, das Por. Oder einer kommt so, Por, das ist ja der so. Oder so hier, ein Universalwort einfach. Por, ich bin voll besoffen oder so. Por ist das beste Wort. Ja, in Wien gibt's Euda. Euda. Ja, das kannst du wirklich für alles verwenden. Wie besoffen warst du gestern? Por. Wie besoffen warst du? Por. Ey, wie findest du den Schuh? Por, Baba Scheiße oder Por. Richtig geil so. Was mit Wiener Rappern so? Shoutouts. An alle? Einfach ja. Universal? Ja, ich kenne ja nicht alle, aber wen so meine, du so? Meine Homies. Ja, wen kenne ich? Ja, Bibiza natürlich, ja. Hast du ja Feature. Ja, Hohen natürlich Elu. So, Ehrenmann, Sport Records so. Mhm. Bist du connected mit denen? Nee. Also aber Johnny Five und so kennst du einfach, hast gepumpt selber. Oder? Normal, safe, aber kenne ich nicht so. Ey, so Freunde von mir von früher sind sie zu mir gekommen und meinten so, Fabi, wo ist das Stiegenhaus? Und ich hab das auch nicht gecheckt. Ich war so, Bruder, ich wusste auch nicht, was das ist. So. Ja, niemand in Dortmund weiß das so. Das ist so ein Spot oder so. Ja, Mann, aber das alle ist so ein Fremdwort, Bruder, wenn man es nicht kann. So, dann Stiegenhaus ist einfach ein Treppenhaus. Überall kann ein Stiegenhaus sein, und, es gibt nicht nur eins. Und ein Mülleimer ist ein Mistkübel. Ja, das ist doch obvious, oder nicht? Ja, aber Mistkübel ist einfach Baba Wort. So. Und Zigarette das ist mein Chick. Aber Mistkübel ist mein favorite österreichisches Wort. Safe. Chris hat ja hier, Marco hat ja hier, hat der nicht einen Song gemacht über Chick? Neuer kann man den Namen alle nicht merken. Ach so, ja, safe. Ja, voll, stimmt. Ich habe auch einen Song, der Chick heißt. Der ist aber noch nicht draußen. Ja. Okay, auf jeden Fall, ja, natürlich Bibiza, Swift, Circle, dies, das, Ananas. Shoutout auf jeden Fall. Shoutout. Slav auch? Ja, klar. Ist mein Bruder. Bruder aus Wien. Ja, Mann. Habe ich gestern noch getroffen. Ja, habe ich gestern auch getroffen, in der Kneipe. Ah, ja, ich bin vorher gedippt, so. Ja. Ja, ich musste nach Hause. Ich auch irgendwann dringend. Ja. Ja, Mann. So ist das halt, ne? Ja. Wie ist denn das bei dir eigentlich mit diesem Bolo Boys entstanden? So, weil es ist so, ich kenne die Geschichte überall, aber bei dir kenne ich sie überhaupt nicht. Wie du da so dazugekommen bist, wie sich das so entwickelt hat. Ja, Bro, dass jemand hat angefangen, sag mal, Bolognese hochzuladen und dann meinte ich so, gib mal Passwort.
Da hab ich das Passwort, hab auch scheiß hochgeladen. Ja, Mann, das ja, Mann, so war's. Ja, Mann. Aber es hat auch nicht jeder das Passwort. Ey, ich hab den Jan kriegt zum Beispiel das Passwort niemals. Ich hab diesem Bolo Boys Account schon mega früh gefolgt, so weil als Greg den in seine Story gepostet hat, wo Dave, glaube ich, so auf der Tour, auf der Gefangenen-Tour, ja, hat er so irgendwie hinten so gelegen und so Gitarre gespielt oder sowas. Da waren die, weißt du, was ich meine, das Video? Nein. Weil da hatte ich so Bolo Boys am Schirm und ich fand's lustig und da war das noch gar nicht so. Da war das einfach nur ein Instagram-Account. War das so ein Track, da sind wir auf so ein 2000er Ja, sowas so. Ja, da sind wir vom Hype-Festival, glaube ich, zurückgefahren oder so. Aber ich weiß nicht genau, ob es das war. Ich glaube. Das war am Anfang ja einfach nur so ein Meme-Shit-Post. Für alte Stories. Ist es ja immer noch. Es war keine Intention, da ist einfach immer, just for fun. Jetzt ist halt so ein großes Ding geworden. So. Es ist einfach Shit-Post. Einfach Mann. Homies, Digga, die einfach Spaß haben, Digga, und wir posten einfach Trash-Account eigentlich. Ja. Okay, jetzt ist mir wieder eine Frage eingefallen, die ich dir schon lange stellen wollte. Wie gesagt, die Professionalität in diesem Video ist unfassbar. Beste. Also, so das ist ja so, wir haben ja immer mal wieder sich gesehen, so ihr seid ja regelmäßig in Wien, man läuft sich immer wieder beim Weg, so man hat diesen Weg ja auch immer mitbekommen, den ihr so gegangen seid. Und dann plötzlich gehen auf einmal wieder Live-Konzerte. Ja. Und plötzlich ist dieses 030 und da sind so thousands of people, die auf einmal Bolo Boys schreien. So, und ich habe das so gesehen und ich war so, Junge, wie groß sind die denn? So, weil so, du kriegst das ja ohne Live-Shows gar nicht mit. Oder das war heftig, und Digga. Ja, das war ganz, ganz, ganz hart. Was ist da mit dir passiert? So, als du auf dieser Bühne standest und auf einmal alle das so rufen? Ja, nix so. Also, ja, keine Ahnung. Ich bin nicht so sentimental oder so irgendwie. Also, ich fand's geil. Das hat jetzt nicht mein Leben verändert, aber ich hab gedacht, Baba. Aber hast du so realisiert, was abgeht? Ja. Oder hast du dir einfach mies einen reingesoffen und die ganze Zeit Bolo geschrieben, dass die... Ja, mäßig so. Ja, keine Ahnung. Also da, so, es wäre nochmal was anderes gewesen, wenn die Leute jetzt wirklich dann nur zu uns gekommen wären, wäre es so Bolo-Tour gewesen oder so. Ja. Kann auch sein, dass die alle da waren und danach kam, ich weiß nicht mehr, wer nach uns gespielt hat. Ich glaube, Young Hoon und so. Ja, vielleicht waren ja alle für die da und dann kannten ein paar Leute passend abgegangen und so. War trotzdem natürlich Baba, ich bin mich gar nicht beschweren. So. Viele Leute, normal, so Boys gerufen, normal, so ganz ja, viele safe. Leute. Ich küsse doch alle Herzen, die ihr da wart und Bolo Boys gerufen habt. Safe. Das war wild, auf jeden das Fall. Das war krass. Normal, das war echt, das war hart. Spiel mir so ein Video ein, du hast eh eins gepostet zum Ende. Safe, ja, man, ist so. Das auf jeden Fall, also als ich das gesehen habe, ich mit Müller darüber geredet. Ja, so, und ich war so, yo, so ja, was ist denn, ja, wie big sind die denn geworden? So, ja, wo war ich, als das passiert ist? Ja, Mann. Das war auf jeden Fall ganz, ganz wild. Ja, Mann, das stimmt. Aber sagst du so, mach dir mal irgendwann so wirklich ein gemeinsames Projekt oder bleibt das immer so auf diesem... Bro, wir machen ein gemeinsames Projekt und die Leute sind ja alle auch schon sauber, weil das nicht rauskommt. Aber eigentlich müssen wir das halt einfach fertig machen. So, aber jeder von uns macht ja auch selber seinen Shit. Und ist da auch dann ne, drin. Ja. Und wenn man zusammen ist in irgendeiner Stadt, bla bla bla, die bla bla, dann macht man zusammen Songs, Bolo-Tape, so geile sinnlose Songs, zum Beispiel Spaghetti. Aber da kann ja auch jetzt nicht jeder drauf hoppen. So. Es kann ja nicht in jedem Song jeder Bolo nein, drauf. Nein, manche sind so, wir haben dann zum Beispiel einen Track zusammen, so. Dann manche sind 5 Leute drauf, manche sind 2 Leute drauf, manche sind 3, manchmal vielleicht auch ein Solo-Track, so, aber haben wir es vor aufzubauen. Werden bald Solo-Track, trotzdem aufs Bolo Boys Tape. Mal gucken, alles das möglich. Aber wild, ja, wie so ein Wu-Tang-Album oder so, oder Odd Future-Dings. Weißt du, was ich meine? Da kann alles drauf, ist ja egal. Hauptsache, man hat Spaß und ist Baba. So. Und wir fahren in irgendein Haus mit allem Mann, machen Straight-Edge-Monat so zur Entgiftung und sondieren uns. Ja, ohne Scheiß, das ist unser Plan, wirklich. So einfach chillen, ganzen Tag nur Bolognese. Ja, buffen, okay, so Joint ist kein Konsum. Joint ist kein Konsum. Kenner wissen, Joint ist kein Konsum, Digga. Shoutout an Pippi Langstrumpf. Das ist keine Droge. Ist das von Pippi Langstrumpf? Nee, wo, wie heißt nochmal dieser Typ, Digga, dieser crazy Typ, oder Pippi Langstrumpf hieß der, bei Instagram. Ich weiß gerade nicht, wie der, Gino, Alter, Gino. Einfach Legende auf Instagram, wer weiß, der weiß, wenn ich denn nicht. Auf jeden Fall kiffen kann man da, aber halt nicht dann saufen und alles andere. Ah, so. Sogar Alkohol canceln? Nein. Krass. Einfach wirklich, dass man da ist zusammen und dass dieses Projekt fertig macht. So. Ne? Wann habt ihr das vor? Ja, bald. Gestern? Quasi. Ja, also bald. Wir warten, wir arbeiten darauf hin und es kommt auf jeden Fall auch das Album und wir haben da auch sehr Bock drauf und wir wollen auch nicht Leute unnötig hinhalten oder so, aber wir sind da einfach Hänger so und wir bringen ja auch Solo-Tricks raus und das ist alles manchmal nicht so einfach zu managen mit so vielen Leuten. Aber wir sind da hinterher und machen bald Bootcamp und dann kommt auch das Bolo-Album. Ja, geht einfach zu Bibiza in den Keller und fangt heute Abend an. Nee, halt nicht Keller, sondern halt wirklich Dings, wo niemand zu Hause ist. Okay. Einfach alle gehen zusammen, wie ein Ferienlager. Oh, ich weiß, das wirkt so, zusammen, aber Bibiza wohnt nicht in seinem Keller.
Ich weiß, aber das ist trotzdem was anderes, weil wir wollen auch gar nicht mit der Welt dann interagieren. Wenn wir jetzt in Wien sind, dann versacken wir wieder so. Hier mit der geht da saufen, da, der ist da, bla bla bla. So. Aber wir wollen wirklich zusammen irgendwo hinfahren, einen Ort einnisten, fertig machen, zurückfahren zusammen. Nicht in der echten Welt sein, nicht in der Stadt sein. Nicht irgendwo sein, wo jemand wohnt, zu Hause ist, sondern einfach wirklich das machen als Projekt. Aber dann wirklich nur Bolo Boys oder so erweiterter Circle oder wirklich? Ja, eigentlich schon. Mit, nur Bolo mit Boys den und dann mit den Rappern. Ja, wir sind da genug, was haben wir jetzt noch Leute da featuren? Nein, großartig. So. Also wir haben ein paar Leute gefeatured, zufällig, wenn die auch da irgendwo waren. Kurt Cobain haben wir gefeatured. Ja, haben wir noch jemanden gefeatured? Ich weiß gar nicht, Bruder. Fuckface 128. Fuckface aus Wien. Schau, der Junge. Mit dem sind wir connected seit Stunde 1. Ja. So Moonman, also der heißt inzwischen, ich glaube, weiß gar nicht, ob der noch unter Moonman was macht. Ich weiß aber nicht, ob er unter dem Namen noch was macht. Okay. Ja. Und Fuckface, so seit, da haben wir nicht mal einen Shop gehabt, waren wir mit denen schon connected. Ja, beste sind ja auch wirklich liebe Jungs. Übertrieben, so. Ja, Mann. Dieses eine Lied, was da mal, was ich mal Story gepostet habe. Ja, da ist er ja drauf. Das, ist ja, das dachte ich mir schon. Also das Ding, wo er drauf ist, boah, das war auch schon ein Jahr her, oder? Ja, ja. Ansonsten halt brauchen wir eigentlich keine Features, haben wir uns keine Gedanken darüber gemacht, weil wir sind schon 7 Leute. Was sollen wir da jetzt noch großartig irgendwelche Leute rankarren? So, weißt du, das ist ja schon mehr als genug. Ich finde immer mega interessant, wenn du Feature mit Charme machst. Ja. Also zwei Welten aufeinander fallen. So, das ist sehr interessant. Aber finde ich gut. Ich habe auch einen Song mit Jan und KDM Shay. Der ist ganz, der ist verboten, sonniger Ton, der kommt raus. Wir haben der kommt raus? Wir haben sogar ein geiles Video, so Mammut-Remix-mäßig gemacht, ja, wo wir so richtig ins Mic rappen mit unseren Texten und so. Mhm. Aber labern natürlich nur, also sind aber Texte, aber ja, ihr müsst einfach hören, ich kann da nicht so. Ihr müsst dann hören, wenn das dann rauskommt, dann was hören. Eigentlich gestern war, aber irgendwie in Zukunft das sein wird. Ihr müsst dann hören so Sachen wie, was war das mit den Nasen, die ich baller, sind länger als ein Breitengrad oder so, keine Ahnung. Drogenkonsum, arbeite auf meinen Schaden hin, mein Bruder steht mit 10 Albanern in deinem Garten drin. Solche Klassiker. Der moderne Klassiker, man kennt's. Ja, solche Klassiker werden dann kommen so. Ja, also die werden dann zu Klassikern. Die werden dann zu Klassikern. Aber es ist eh krass, du glaubst du so, in 10 Jahren werden Leute so sein, die machen zu sehr auf Bolo Boys, so, die haben gar nicht eigene Waves, so viel zu sehr auf dem Film. Was wird passieren? Ich hoffe, Digga, safe. Kann ich mir schon vorstellen, das ist schon eine ganz, ganz eigene Wave, die ihr da fahrt. Ja. Und die hat viel Zukunft, so, wenn du so die ganzen neuen Kids anschaust. Ja, die, es gibt Starter-Packs von euch. Starter-Packs? Es gibt so Bolo Boys Hörer Starter-Packs, so habe ich so auf Instagram gesehen. Ah, yo, ja, safe. Das ist schon wild. Ja, Mann, auf jeden Fall. Krasser Einfluss auf so eine ganze Generation. Shoutout, safe. Ja, Shoutout, hoffe ich mal, dass Leute uns kopieren. Und dass wir dann sagen in 10 Jahren, dass wir nicht unsere Wave fahren. So, ich sehe euch schon. Ich sehe euch schon kommen. Ja, runter von meiner Welle. Ja, ist so, runter von meiner Wave. Das ist echt so. Alright. Das war ein sehr schönes Interview mit dir. Hast du noch irgendwelche Fragen? wann kriege ich die Schuhe? Ah, das schicken wir dir zu. Ja? Ja, gar kein Stress. Ich habe neue Fire Red, oder? Ich habe neue Adresse. Ich habe schon ein bisschen mit. Ja, den Fire Red, Bruder, in 11. Ja, Bro, schreib mir einfach, schicken wir dir zu, ist gar kein Stress. In 11. Also wenn ich die Green Glow in 11 habe, dann müssen die auch in 11 passen. Ja, same. Ne? Same thing, but different. Same thing, oha. But different. Aiwa, boah. Schön, dich zu sehen, mein Lieber. Jan, Alter. Ich bin Bächtig Meister, wir sind bei Sirup. Das war mein Interview, das sind meine neuen Schuhe. Geht zu Sirup, geht nach Wien, geht zum Bunny Store in Braunschweig, geht auf die Internetseite und kauft Schuhe, Mann. Kauft Schuhe und tragt die Schuhe, Alter.